Einen wunderschönen Montagmittag wünsche ich euch. Hier ist eine neue Folge LS19 Holzer Map mit Paul und meiner Wenigkeit. Schönen guten Tag. Hallöchen. So, die Woche vor Silvester. Chaos pur? Ja, würde ich sagen. Die letzten Folgen dieses Jahr. Eieieiei. Ist ja nur heute und Mittwoch, ja. Freitag ist ja schon. Ist Freitag schon der erste? Ich glaube, ja. Freitag? Ja, ich glaube. Ich glaube, ja. Ja. Paul sagt es gerade richtig. Chaos pur. Wir haben so ein bisschen schon wieder die Zeit im Nacken. Ich sammle jetzt gerade hier noch so die letzten Grasschwaden ein für den Fermenter. Ihr habt doch drunter geschrieben, dass ich nicht abladen konnte, weil der Fermenter voll war. Oder ist. Glaube ich weniger. Ich weiß gar nicht, warum ich nicht abladen konnte. Ich habe es gerade nicht mehr so auf dem Schirm. Aber ich werde es ja gleich nochmal sehen. Also normalerweise muss es gehen. Der ist ja nicht mal halb voll. Ja, richtig. Naja, wie gesagt, ich werde es ja gleich sehen. Wenn ich jetzt den Ladewagen da nochmal reinkippe. Ach, ich lasse den Rest jetzt einmal hier liegen. Ne? Klingt nach einem Plan. Ja. Ich mache ihn jetzt noch einmal voll hier und dann fertig. Wunderbar. So, was willst du denn auf den Feldern drauf haben? Das eine Feld Mais. Ist Mais. Okay, das eine Überall Feld. Mais. Auch hier auf der 27. Oh, da bist du gerade dabei, oder was? Da bin ich gerade dabei, ja. Okay, dann macht's ja nichts, wenn ich da gerade drüber fahre. Ich denke am Moment. Wow. Ach, bist du da am Ernten? Oh. Weil du gesagt hast, überall Mais, deswegen bin ich drüber gefahren. Okay, das nur mal dazu, ne? Das ist aber, glaub, alles Plügen. Ja, ich glaube auch. Ich weiß es aber nicht. Schnapp ich mir einfach das Ding da wieder hinten dran, ne? Geht der auch ab, wenn ich abgekoppelt habe? Ja, ne? Ne, tut er nicht. Das ist alles rot. Uah. Sämaschine ist wo? Auf dem anderen Ackergrasfeld. Auf dem anderen Grasfeld? Da 29 oder was? Ja, auf der Unterseite von dem Schuppen. Ach, da, ich sehe sie. Ja, soll ich den Flug mitnehmen? Oder soll ich es einfach... Flügen wäre schon von Vorteil im Voraus. Es ist nur die Frage, wie rum muss ich das anhängen, damit es so richtig funktioniert? Du musst den Flug falsch rum anhängen. Ah, genau. Ich glaube auch. Warte mal, sonst kann ich auch mit dem... Alter, Boxe fliegt durch die Gegend. Ach nee, der läuft. Ja. Jo, ich denn... Sonst nehme ich den JCB und fahre dir voraus im Flug. Ja gut, kann nicht. Dann machen wir es so. So, warte mal, ist hier das richtige... Haben wir schon ein neues Außenlager hier, oder was? Wo ist denn der Flug? Ja, mehr oder weniger. Ja, der steht hier auch an der Halle. An welchem Feld wollen wir anfangen? Gerade Feld 9, dass das auf jeden Fall durch ist. Okay, alles klar. Dann fahre ich da hoch schon mal. Hier vorne steht er. So, oh. Ich muss ihn so rum anhängen. So, klappe ich der Gerät schon mal aus hier. Ist natürlich doof, ist dann auch nur eine Düngerstufe drauf, ne? Ja gut, aber wir können ja mit der Spritze noch nachdüngen. Ach ja, stimmt, genau, das ging ja. Das ging ja. So, Rundumleuchten an hier. Tue ich der Gerät auch gleich schon mal senken? Ach, du fängst so rum an, na gut. Vorgewände und so. Naja, alles gut. Dann fahre ich die jetzt so hinterher. Obwohl, ne, die Sämaschine ist, glaube ich, breiter wie das Flug, ne? Sollte eigentlich nicht, ne. Okay. Ah ja, ich probiere es mal aus. Senken, Gas und Hallo, los geht's. Grüß Hallo, euch. Schönen Hallo. Guten Tag. Drei kurze Fragen. Erstens, wie geht's euch? Jo. Der Bauchumfang ist mehr geworden, ne? Naja, Weihnachtsfeiertage, ne? Naja, das ist echt schlimm, ne? Normal. Naja, gut, da bin ich nicht der Einzige. Sehr gut, das wollte ich wissen. Zweite Sache, brauchen wir zum Gewinnen Häckselgut? Ja. Okay, gut. Dritte Frage, weißt du, wie das Wetter morgen wird? Einen Moment, lass mich kurz zufahren. Ja, ist gut. Es soll Schnee geben. Ich freue mich. In einem Tag. Cloudy, Sun, Cloudy, es regnet nicht mehr.
Okay, das war's schon. Super. Danke. Bisschen. Tschüss. Tschüss. Ah ja. Warum? Hast du genau denselben... Ach nee, du fährst gar nicht mit Kurs. Okay, ich dachte gerade. Nein, nein. Das ging doch einmal schneller mit dem komischen Flug, oder? Wie rum hast... Ja, wie schnell fährst du gerade? Warte mal, ich kann's ja sehen. 17. Nee, schneller ging das nicht wie 17. Wenn du jetzt andersrum dranhängst, dann... Also richtig rum sozusagen, dann fährst du noch langsamer. Noch langsamer, oh Gott. Achtung, ich fahr rückwärts. Ja, ja. Ich bleibe stehen. Ich hab gedacht, ich kann da mal kurz vorne wegfetzen. Na, schön wär's. Komm, gib Stoff. Schön wär's. Ach nee, so rum kann ich nicht drehen, das ist ja der doofe Zaun. So, ich habe ein neues Spiel. Ich probier mal kurz was. Ja, ja, ich habe ein neues Spielzeug für mich entdeckt. Neues Spielzeug für dich? Ja, nee. Auto Drive. Ah ja. Ja, jetzt wo ich es verstanden habe, wie das Ding funktioniert, finde ich das mega. Jetzt habe ich angefangen auf unserer Aufnahmekarte auf der Hinterkaifeck die Kurse einzufahren, weil da gibt es ja kursemäßig nichts. Mhm. Und habe ich jetzt mal angefangen, die Kurse einzufahren. Das ist schon geil, ey. Ich bin echt schwer von begeistert. Ah ja. Na dann. Vielleicht solltest du mir eine Bahn Vorsprung geben, sonst flüge ich immer wieder einen Teil weg. Ja, ich warte mal. Ich guck mal gerade, was der Boxer. War doch Boxer, glaube ich, ne? Ja. Boxer, was der Boxer da so treibt. Du kannst auch eine Runde Ernter fahren, wenn du willst. Oh, ich kann auch eine Runde Ernter fahren, genau. Der ist ja auch noch da. Ja, unser schönes Teil hier. Du. Und umleuchten an ihr. Oh Gott. Oh nein. Mal diese Runde umleuchten, Fahrer. Ja, geil, ne? Automatische Kupplung aus, Shuttle Control aus. Automatische Kupplung, warte, stopp. Warum machst du automatische aus? Warum denn nicht? Lass die Scheiße drin. Warum? So. Bei mir ruckelt es heute wieder schön. Echt? Also ich habe bis jetzt noch keine Probleme. Bis jetzt. Das hat ja noch nichts zu heißen. Ich glaube, es liegt mal wieder an mir. So. Jetzt kannst du von mir aus. Was treibt man da unten eigentlich? Weiß nicht, was treibt denn Ron da unten? Guten Tag, die Herren. Schönen guten Tag. Hallöchen. Kommst du? Doppelpack. Ich sehe gerade eurer Horsch unterwegs und ich glaube einen tiefen Lockerer. Erstmal ganz komisch, warum habt ihr den denn vorne angehängt? Sieht irgendwie. Ach, ich hab so alles Mögliche probiert, um ihn schneller zu machen. Ja? Achso. Okay, so geht er schneller? Nein. Nicht wirklich. Gut, ich. Aber es fühlt sich einfach irgendwie besser an. Da habe ich bessere Kontrolle drüber. Fürs Feeling ist das manchmal wirklich wichtig, das stimmt. Okay. Männer, habt ihr Weihnachten gut überstanden? Jetzt kommt der nächste mit der Frage. Ja, haben wir. Ich bin jetzt noch kurz morgen, bevor ich euch was abschwätze, weißt du? Ja, damit hatte ich schon gerechnet. Weißt du, Mama und Papa haben sich wirklich viel Mühe gegeben, ne, dass hier... Ach so, mit der Erziehung und so. Ja, sie waren stets bemüht, es hat nicht immer gefruchtet, aber du weißt, das ist ein anderes Thema, ne? Ja. Okay, ich komme auf den Punkt. Können wir uns eure Spritze leihen? Ist die gerade frei? Ich weiß es nicht. Marc, du hattest die, glaube ich, zuletzt, ne? Ja. Oder ist die bei Ron unten?
Ich weiß es jetzt gar nicht gesagt. Also ich meine, die wäre bei... Ich meine, die wäre bei Ron, glaube ich. Aber warte mal, ich bin ja gerade hier bei uns am Hof. Ich gucke gerade mal. Ja. Müsst ihr Pflanzenschutz mit oder müsst ihr einfach nur düngen? Wir müssen düngen. Also düngen hätten wir auch zur Not auch einen Düngerstreuer mit Pflegebereifung. Ah! Der steht auch am Hof. Also die Spritze ist, glaube ich, nicht da. Nee, die Spritze ist nicht da. Andere Frage. Wir haben doch auch diesen Streuer. Kann der nicht auch düngen? Unseren Kalkstreuer? Nee, ich glaube, der kann auch. Nee, doch, der kann auch düngen. Hä? Aber der hat keine Pflegebereifung. Ja. Ah, echt nicht? Ja, aufpassen. Nee. Okay. Ja, dürfen diesen AD9 Geraffel. Ja, den, ihr müsst den nur. Ich glaube, da ist aktuell Kalk drin. Einfach leer machen, hinten auf die Wiese schmeißen. Und machen es voll, das ist gar kein Problem. Genau. Und dann überweisen wir euch das Geld, weil ich glaube, ja. Ja, die Rechnung kommt ja eh. Stimmt. Ja, dann sagt uns bitte gleich, was ihr bekommt. Dann kriegt ihr die Kohle. Alles klar. Das ist nicht das Problem. Perfekt. Ja, vielen, vielen Dank, Männer. Läuft ansonsten bei euch. Euer Feld benötigt Kalk. Ja, ich weiß. Okay, ich sehe es nur gerade, weil ich tatsächlich Unkraut spritze und die ganze Zeit rein und raus tappe, damit ich sehe, wann ich aufhören muss. Das ist manchmal so ein bisschen schwierig, wenn die Wachstumsstufe gerade mal so mitten im Spritzen hochgeht. Ja, ich habe es vorhin auch schon gesehen. Okay, super. Ja, vielen, vielen Dank, Männer. Wenn ihr was braucht, sagt Bescheid, ne? Jo, könnt ihr schon abschätzen, wie lange ihr den Streuer braucht? Maximal, glaube ich, beziehungsweise, okay. Ja, gut, also, weil danach kann ich zur Not nur mitspritzen. Wir haben jetzt noch ein Feld Pflanzenschutz. Danach kann ich halt mithelfen, aber du weißt ja, die Zeit irgendwie ein bisschen nutzen. Wird schon ja, ja, wir sind auch schon voll dran. Müsst ihr auch? Wir müssen eigentlich noch alles ansehen. Ui. Ja, ansehen vor allem. Okay, ja, also Kalkstreuer haben wir auch am Feld bei uns unten stehen. Also, wenn ihr wollt, können wir da durchtauschen. Ja, zur Not kommen wir nochmal. Wenn ihr schnell kalken wollt. Wie gesagt, ihr braucht ja dann noch keine Pflegebereifung, oder? Nö. Genau, also da können wir zur Not, wie gesagt, machen wir euch den gerne voll. Wenn es gleich gut bei uns läuft, kann ich euch gerne noch beim Sehen unterstützen. Ja, wir sehen aber Mais. Ah, okay. Dann wird das ist blöd, schwierig. Ne? Wird schwierig, ja. Nee, alles gut. Können wir leider nicht mit ihnen. Okay. Falls wir irgendwie Stress kriegen mit Kalken, dann hören wir uns nochmal und sonst. Ja, auch da können wir dann natürlich gucken, dass wir unterstützen können. Wie gesagt, bei uns steht unten der Kalkstreuer. Soll ich euch den schon mal voll machen? Nee, lass mal. Okay. Ich glaube noch nicht, dass wir so schnell dazu kommen. Ja, dann, wie gesagt, meldet euch einfach. Jo. Supi. Dankeschön, die Herren. Dann erstmal gutes Gelingen, ne? Jo. Jo. Gleichfalls. Tschüss. Danke, tschüss. Jetzt hätte ich gern Autodrive. Warum fährt meine Karre nicht so? Geht doch. Du kriegst kein Autodrive, das ist ein Helfer, der nicht erlaubt ist. Meine Güte. Ach, ich bleib doch selber drin sitzen. Das bringt nichts. Ach, Menno. Zeig mal ihm einmal so ein kleines Hilfsmittelchen und schon ist er verwöhnt. Ja, ehrlich. Vor allem, ich habe gesehen, oder auch Sören hat mir das schon erzählt, man kann sogar den Autodrive mit nicht GPS, wie heißt das andere Ding? OCR. Nee, er hat irgendwas anderes gesagt. Das kann man Curseplay? Curseplay kann man miteinander koppeln. Ja, ich weiß. Dann ist das sogar vielleicht noch, dann ist das sogar noch geiler, hat er gesagt. Du kannst in Curseplay Autodrive mit einbinden. Gibt's extra Optionen. Aber da benutze ich lieber komplett Curseplay. Alter, was ist denn heute los? Fahr doch einfach zu. VCA hat auch schon mal besser funktioniert. Wärst du schneller als ich? Ja, natürlich. Ja, klar. Aber auch nur 1 km/h. Das macht's aus. Ja, ehrlich. Ja gut, es war ja überall Zuckerrohr drauf, ne? Also Zuckerrüben, also muss ja dementsprechend dann auch gepflügt werden.
Das ist das Problem, ja. Ende, ihr Lieben. Dann vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt in die Kommentare. Und wir sehen uns am Mittwoch wieder. Bis dahin, tschüss und bye bye. Tschüss.